Der neue von deiner Ex. Alles klar. Ja, Und ja. neue von meiner Ex. Ja, you So. know. You Washington know, it's DC. time for Battleground, meine Nakamura lieben Freunde. Entrance. Fandango Entrance. Die Fandango Entrance. Herzlich willkommen zum Montag. Mit Chris und mir. So. Und herzlich willkommen auch zum. Was? Was? Alles klar. Chris, absolut weg. Ja, Was ist Nakamura los? gegen. Was hast du gerade gesagt? Hörst du die Musik? Ja, höre ich. Und siehst du dieses lustige Face? Ja. Der Bart ist absolut. Hä? Jetzt hast du geskippt. Ah, das wird ein Running Gag, ja. Ich sag nur Seth Rollins, meine Freunde. Ja, Montag. Herzlich willkommen zum Montag. Freut euch alle heute Nacht auf Raw. Was wir Und, absolut gucken wollen. Ich jetzt eh was wieder wir. alleine gucken. Nein, wirst du nicht. Ja. Die Ja, wird doch eh wann, noch wann. kurz weg sein. Wann, nein. Wann Ja, ist um Raw? 2 Uhr. 2 Uhr. Ja, dann lass um 1 Uhr schon online kommen und dann zocken wir noch eine Stunde oder so, keine Ahnung. Gut. So, ja, Corbin, Baron Corbin, der Mr. Money in the Bank, seit, Koffer, den braucht er nicht. ja, den Koffer braucht er nicht, ist halt ganz normal, Mr. Genauso wie Money in the die Championship nicht, weil wir wissen ja alle Verteidigung heute. Heute Bank. sag ich schon Sonntag, Kappa. Tja. Es gibt ja jetzt drei Tag-Team-Matches. Drei Titel-Matches. Drei? Nein, Tag-Team-Matches. Ja. US-Title, WWE-Title, das sind zwei, was noch? Tag-Team. Achso, Tag-Team-Title, ja. Was ich sagte, das letzte, also das siebte Match auf der Card wird eiskalt so Hype Wars gegen jetzt Fashion Police. Willst du jetzt deine Introduction vorführen? Ja, die konnte ich ja irgendwie nie beenden, ehrlich gesagt. Ja, herzlich willkommen zum Montag, herzlich willkommen zum ersten Match von unseren Predictions zum WWE Pay-Per-View. Wir haben ja ein großartiges Comeback mit den Great Balls of Fire Predictions gefeiert. Ihr habt sie ja auch gefeiert, zumindest einer, nämlich der Sammy. Grüße gehen raus an der Stelle. Yay! Und Wieso habe ich nur drei Kontoslots? Das ist weil du Baron Corbin unfair. bist. So, und zack, raus mit dir, weil du Baron Corbin bist. Ganz einfache Sache. Aber ich persönlich glaube, dass Baron Corbin dieses Match gewinnen wird. Einfache Geschichte, weil Baron Corbin hat bei Backlash damals, das ist schon extrem lange her, aber es war bei Backlash, gegen Sami Zayn verloren. Und da habe ich mir tatsächlich einen Punkt geholt in unserem netten Tippspiel durch den Sami Zayn-Sieg. Und Und wo ist deswegen Sammy habe ich jetzt hin? tatsächlich. Ich habe tatsächlich Wo ist der kurzzeitig Dillinger? Wo ist überlegt. der Dillinger? Was denn? Wo ist der Dillinger? Wo ist Dillinger? Wo ist Zayn? Wo sind alle? Na gut, ne? Was ich mich ja gefragt habe, ich weiß nicht, ob du genauso gedacht hast wie ich, und zwar, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie Corbin verlieren lassen. Weil ich hatte in dem Moment bei dem Zayn-Match auch nicht damit gerechnet, dass sie Corbin verlieren lassen, weil halt der Aufbau. Aber er ist Mr. Money in the Bank und wenn er dann jedes gefühlte Match verliert, dann bringt's doch nichts. Er muss doch Ja. auch einen Aufbau bekommen. Diese Fehde Also. mit Nakamura begann bei Money in the Bank, glaube ich. Durch den Da hinterhältigen hatte. Abschluss dann einführen. Genau. Das richtig geil, was da. Dann möchtest du da ein bisschen was zu erzählen? Ich war ja bei Money in the Bank absolut nicht da. Ja. Wie meinst du jetzt den Beginn der Ja, wie, was ist überhaupt passiert? Warum fehden die beiden miteinander? Was ist der Grund? Ja, Nakamura ist bei Money in the Bank rausgekommen und ihr kennt ja beim Entrance dieses Blitzlicht, was die ganze Zeit, also die verschiedenen Lichter, die da auf ihn aufsprühen. Also, dass man nur eine ganz kurze Zeit ihn sieht, dann wieder schwarz, wieder sieht, wieder schwarz. Ich hoffe, du kannst Ja, dich ein bisschen epileptische Anfälle incoming. Genau. Und in dem Moment kommt auf einmal Corbin raus und attackiert ihn hinterlistig, bevor das Match gestartet hat und Nakamura musste dann wieder nach hinten gebracht werden. Und kurz vorm Ende des Matches war Corbin auf der Leiter, wollte den Money in the Bank Koffer holen und auf einmal kam Nakamura raus und hat ihn übelst umgebracht.
Und dann hat Naka, dann hat Corbin am Ende Nakamura das Match gekostet, indem er ihn und Styles attackierte. Ich wollte gerade sagen, hat Nakamura ja am Ende nicht wirklich viel gebracht, denn Corbin ist und bleibt einfach momentan, oder wird es auch bleiben, Mr. Money in the Bank. Und ja, bin ich auch gespannt, wann er ihn eincashen wird. Du sagst also, es wäre besser, wenn sie Corbin gewinnen lassen, aufgrund dessen, dass er Mr. Money in the Bank ist. Weil sonst sieht er scheiße aus als Kofferträger, oder wie meinst du? Ich hab wieder einen Slot. Ja. Das ist nett. Na? Ah! Slot! Slot! Komm schon! Slot! Nein! Oh, Alter! Der Kopf Slot kam in der letzten Sekunde. Ich glaube auch, dass das tatsächlich ein sehr guter Pay-Per-View sein kann. Das habe ich bei Great Balls of Fire ja auch gesagt. Und so enttäuscht hat mich der Pay-Per-View von Great Balls of Fire jetzt nicht. Muss ich ehrlich sagen. Ja, also, viele fanden so den grottig, manche fanden den, wie wir zum Beispiel, gut eigentlich schon. Also Durchschnitt. Ja. Also aber war nicht schlecht. Aber wir wollen ja jetzt hier nicht über Great Balls of Fire sprechen, sondern über Battleground. Und zum Beispiel auch, weil, was glaubst du, was machen sie jetzt mit Nakamura? Du sagst ja, Corbin gewinnt das, aber ist das so gut? Für Corbin auf jeden Fall, für Nakamura braucht man halt eine neue Fehde, vielleicht gegen die Ninja oder Zane oder so. Und Styles! was? Styles plant ja tatsächlich für WrestleMania, ne? Habe ich gelesen. Mhm. Manche hatten gedacht, also, dass es vielleicht ja SummerSlam ist. Ey. Es gibt ja auch Rumors, dass es Styles gegen Chad Benjamin. Echt? Bei SummerSlam gegen Sotter. Ja, aber es gibt im Übrigen momentan auch viele Befürworter davon, ein weiteres Mal Cena Styles zu bringen. Ja, das werden die auch nachholen, auf jeden Fall. Haben die ja selbst noch gesagt bei. Das haben die ja auch überall immer auf Facebook oder so gepostet. Oh, das gibt's noch einmal. Das müssen wir nachholen. At John Cena. Weißt du, was ich mir auch vorstellen könnte? Dass sie Nakamura gewinnen lassen, irgendwie durch ein Roll-Up oder sowas. Ja. Somit würde man Corbin in dem Sinne nicht so schlecht aussehen lassen, weißt du? Naja, aber es würde die Fehde was dafür, die Corbin trotzdem gewinnen müsste am Ende. Ja, dass Corbin hier aus der Fehde als Sieger rausgehen muss, ist klar. Oh, Corbin auf den Top Rope, oh mein Gott! Bei der letzten Smackdown-Ausgabe war es, glaube ich, auch so, dass Corbin Nakamura angegriffen hat, ne? Ich hab's live geguckt und weiß nicht mehr. Du hast es live geguckt, ich absolut nicht. Ja. Ja, weil ich gesagt habe, dass wir es gucken. Ah! Okay. Danke. Nein! Jo, schmeiß mich weg. Ja, gut, Leute, dann würde ich mal fragen. Das war Rope Break Safe. Was erwartet ihr euch von Battleground? Auf welches Match freut ihr euch wirklich am meisten? Wo sagt ihr, es gibt ein Match, auf das ich mich sehr freue, aber dazu kommen wir später. Ja, das Match mit Lana. Kappa. Ja, ich freue mich aufs Match mit Lana durch Lana. Aber Carmella kämpft schon wieder nicht, genauso wie Naomi. Was soll das denn? Da beschweren wir uns später drüber. Meinst du, die bringen noch Zayn gegen Lisa? Mike? Nee, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Nee. Meinst du, die machen irgendwas mit dem Canales Pärchen? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wohin das führen soll mit Canales und Zayn. Oh Gott. Das wird in eine Zayn-Mike-Fehde gehen. Würde es auf jeden Fall. Und Zayn darf sich wahrscheinlich für Mike Canales hinlegen. Das ist jetzt schon. Denn wir kennen die WWE. Leider. Aber ich glaube nicht, dass wir GTF unbedingt. wir können ja im Übrigen, da das ja jetzt am Montagabend rauskommt, können wir jetzt schon mal drüber sprechen. Was glaubst du denn, was ist denn das große Geheimnis von Kurt Engel? Das waren die Six. Das war mein Signature. Ich hätte das erste Mal nicht so schlafen dürfen beim ersten Kickout-Versuch. Fuck. Ja gut, ja, Leute, aber... Nicht zu Ende reden. Baron Corbin
gewinnt das Match. Denken wir. Oder denkt Chris. Denke ich auch. Und ich werde doch noch zu Ende reden. Ich glaube, tatsächlich ist das Geheimnis von Kurt Angle und ihr werdet es sehen. Glaubt meinen Worten, CM Punk kommt zurück. Da kommt es auch nur drauf wegen dem Bild, was ich dir mal geschickt habe. Ja, ehrlich, ist halt ehrlich so. Oh mein Gott! Kino. Was? Ich habe ab Mittwoch Ferien und Battleground ist am Sonntag. Oh mein Gott! Das heißt, Chris kann Battleground gucken! Göttlich! Bis dann! Tschüss.